statistisch der beste Goalie des Turniers. Viktor Fast. Und Tor für Schweden. Backlund mit einem Knaller unter die Latte. Schweden geht 1:0 in Führung. Der Mann der Calgary Flames, Mikael Backlund, 22-jährig. Hier kommt sein Tor. Eine Überzahlsituation, absolut nicht. Vielleicht ein bisschen eine zu grosse Distanz der zwischen dem Verteidiger und dem schwedischen Stürmer. Oder dem schwedischen Stürmer, der kommt, der Backlund. Aber er bricht ihn schon stark. Und Scheibengewinn für die Schweden. Nein, Scheibe bleibt jetzt aber. Das Tor ist leer, der Schweizer. Aufgepasst. Backlund kann alles klar machen. Oh! Scheibe geht am Tor vorbei, aber das Tor zählt dennoch, obwohl die Scheibe nicht drin gewesen ist. Und das ist eine besondere Regel im Eishockey. Es gibt ein Tor, obwohl der Puck nie drin war. Und diese Regel wird angewendet, wenn ein Spieler seinen Stock wirft und so ein Tor verunmöglicht des Gegners. Und genau das ist passiert in dieser Aktion. Ja, das Goal natürlich, wo mehr oder weniger hundertprozentig sicher jetzt der schwedische Spieler da wäre dran gekommen und locker können das Goal schießen. Und wenn dann ein Stock kommt, so die letzten Minuten, dann zählt der Treffer. Sprunger mit letztem Einsatz. Hier trifft aber die Scheibe nicht. Der Stock geht weg und darum ist die Partie nun entschieden.